Moin Leute, was geht? Die Kektus ist schon wieder 1,5 Monate her und deshalb wird es Zeit, ein paar meiner persönlichen Helden zu Wort kommen zu lassen. Indie-Entwickler. Mutige Recken und Reckinnen, die allen Widrigkeiten zum Trotz ihre Vision eines Videospiels zum Leben erwecken und uns SpielerInnen damit eine Alternative zur vorherrschenden Einfallslosigkeit der großen Studios bieten. Ohne Frage war der Indie-Ground für mich deshalb das Highlight der Kektus 2024, weil man hier frische Ideen sah und mit eben jenen Indies ins Gespräch kommen und direktes Feedback geben konnte. Dabei war von spielbaren Prototypen bis hin zu frisch veröffentlichten Vollversionen alles vertreten. Selbstverständlich auch unterschiedlichste Genres. Ich möchte euch mit den folgenden Interviews einen Einblick in diese Vielfalt des Indieground gewähren. Bei insgesamt 22 Indie-Studios und nur 3 Tagen Kektus konnte ich leider längst nicht mit jedem Studio sprechen. Schaut euch dazu die Seite der Kektus an, dort sind alle Studios verlinkt und dann könnt ihr alle Spiele auschecken. Ich selbst habe auf der Kektus noch einige Spiele mehr gesehen und ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Bevor nun endlich die Entwicklerstudios zu Wort kommen, möchte ich noch einen großen Shoutout an das Team von Gamesground loswerden, die den Bereich geplant und kuratiert haben. Das Gamesground Festival, bei dem Indie-Entwickler erneut im Mittelpunkt stehen werden, findet vom 14. bis 16. November in der Alten Münze in Berlin statt. Stellt also sicher, dass ihr den Link zu deren Festival unten in der Beschreibung klickt und euch auf deren Seite dazu informiert. Neben mir steht jetzt Jesse. Jesse, erzähl mir mal was an dem Spiel, das du hier vertrittst. Also wir sind Ghostware Games und wir sind hier mit Lindworm. Das ist das neue Roguelike Action RPG. Und der Early Access ist geplant für September auf Steam. Genau, das heißt, wir sind noch in der Alpha Stage gerade. Ja, Roguelike, sagt euch vielleicht was? Sagst du? Ja. Genau. Am Ende geht es darum, dass du in der Stadt landest, die ist zerstört. Slay Loot Repeat, der sagt's. Genau, du gehst in die Dungeons, sammelst dann die Materialien ein, um dann deine Stadt wieder aufzubauen und dadurch Features zu unlocken, deinen Charakter zu improven. Genau. Würdest du sagen, es gibt Spiele, die für euch Vorbild waren? Definitiv. Eine ganz eigene Idee. Es gibt viele Puzzle-Elemente in dem Spiel, die sich so ein bisschen an Zelda sogar orientieren. Also wir haben unsere Game Designer und Level Designer sind sehr Nintendo Zelda Freaks, deswegen wir auch abzielen, Lindworm auf Nintendo Switch irgendwann laufen zu lassen. Mhm. Auch auf Konsole, das ist unser Ziel. Auch mit Controller macht es mehr Spaß, Stand jetzt, als mit Keyboard, also sehr controllerlastig. Ja, genau, hab ich ja schon gesagt, vom Look her ein bisschen Diablo, aber der Artstyle ist noch so ein bisschen uniker, also sehr gezeichnet, cartoonisch, Hades, also genau, diese Grim Dawn, diese Roguelikes. Ja. Und wie viele Leute arbeiten an dem Spiel? 6 Leute. Also mit mir, ich arbeite ja nicht direkt an dem Spiel, aber genau. Genau. 5 dann, ein Programmierer, ein Game Designer, ein Level Designer. Eine Kollegin macht Luca und ein bisschen Art, die Icons und sowas. Und ein Tester und Project Manager. Und seit wann ist das Spiel in der Entwicklung? So richtig die Entwicklung ging los Ende letzten Jahres. Genau, November 23. Aber das ist ja also sportlich. Vorher war es echt nur Prototyp. Ja. Ja, jetzt schon Alpha, genau. Und im September soll Early Access starten. Genau. Lindworm, ja. Cool. Ey, danke dir. Gerne. Neben mir steht jetzt Matthias von Summer Islands. Er ist Solo-Entwickler und stellt hier im Indie-Ground sein Spiel vor. Matthias, cool, dass du Zeit hast. Erzähl uns ganz unvoreingenommen mal von deinem Spiel. Ja, das ist ein Wirtschaftssimulator. Baue dein eigenes Holiday-Paradies auf. Im Grunde geht es darum, kapitalistisch Geld zu machen. Yes. Die Urlauber müssen irgendwie kommen mit Flughäfen, mit Häfen, dann Hotels, Häuser und sonst noch weitere Attraktionssport. Alles, womit man im Grunde den Urlauber ein bisschen den Geldbeutel leerer machen kann. Wie bist du darauf gekommen? Was war deine Inspiration, sowohl von Spielen als auch von Ideen?
Also viele, die das Spiel sehen, erinnern sich stark an Holiday Islands, die es vielleicht damals auch schon mal gespielt haben. Wir wurden als Kind halt auch damit stark geprägt und mit anderen Spielen, SimCity. Das sind halt so die Genres, die man kannte, die man gerne gespielt hat, die man lange gespielt hat. Und deswegen auch so die Pixel-Art, die wir da verwendet haben und auch in diesem alten Retro-Look. Das, finde ich, hat seinen Charme. Nicht für jeden, aber der es mag. Und da so sind wir in die Schiene reingekommen. Jetzt habe ich dich ja als Solo-Entwickler vorgestellt und du sprichst schon von dir. Wer sind wir? Ja, also 80% habe ich das eigentlich selbst entwickelt, aber mein Bruder hat mir mit der KI geholfen, meine Freundin mit den ganzen Grafiken und so kommt das so ein bisschen zusammen. Wie ist der Entwicklungsstand? Wann soll das erscheinen? Early Access geplant? Nimm uns da mal mit. Wir sind schon seit 2019 im Early Access und haben uns da stark entwickelt im Grunde. Also immer wieder Feedback eingeholt und da sind einige Features auch zusammengekommen. Vielleicht können wir gerade so mal dahin wandern, weil jetzt gerade der Blick frei ist. Und durch die einzelnen Features haben wir jetzt so einen Stand erreicht, wo wir gemerkt haben, ja, das ist jetzt eine gute Basis. Wir haben jetzt nicht mehr diese riesen Features, die integriert haben. Das heißt, dieses Jahr wollen wir definitiv in den Full Release kommen. Danach können vielleicht noch der eine oder andere Feature kommen, aber das sollte dann im Grunde das Ganze so abrunden. Vielleicht können wir nochmal rüberwandern, dass, wenn Leute spielen wollen, das nochmal spielen können. Wie würdest du deine Reise als Indie-Entwickler beschreiben? Holprig. Wir haben Unity angefangen und haben gemerkt, nee, da kommen wir nicht so schnell voran. Da war Unity zwar sehr im Trend gerade, aber da kam auch erst dieses Multiplayer-Feature raus. Aber wir wollten auf jeden Fall Multiplayer integrieren und irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dann sind wir so weit gekommen, ja, wir steigen jetzt auf eine ganz andere Sache um. Das ist nämlich ein JavaScript-Spiel mit Node.js im Background und dadurch hast du halt den perfekten, also du bist sehr effizient. Wir konnten schnell Sachen integrieren, wechseln und man hat auf jeden Fall den Multiplayer-Aspekt drin. Und das war unser Hauptmerkmal. Das ist spannend bei einem Aufbau-Wirtschaftsspiel. Wie wird der Multiplayer da? Also, was ist der Multiplayer-Aspekt? Im Grunde, dass du gegeneinander dir das Geld aus den Taschen ziehen kannst. Also du musst nicht gegeneinander spielen, du kannst auch miteinander spielen. Aber beide auf der gleichen Insel dann? Riesige Welt, jeder sieht alles und man kann die Gebäude wie auch immer bauen. Und sobald du halt zum Beispiel mehrere Straßennetze verbindest, hast du ein großes Paradies. Die Touristen sind zusammenaddiert, du musst schauen, was macht da überhaupt noch Sinn, kriegst du Geld. Spannend. Gut, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Hier, für euch vorbereitet, Summer Islands. Und mindestens mal, wo ist denn die Wunschliste? Hier. Dass ich zu Hause weiß, wo ich kaufen muss. Du hast das Spiel entwickelt? Ich war der Artist. Nice. Was ist das für ein Spiel? Ein Adventure, Text-Adventure-Management-Spiel. Man hat so eine kleine Abenteurer-Gilde und managt halt die Abenteurer. Ich sehe gerade, die haben mega hohen Stress. Die müssen halt managen. Wenn die Werte zu niedrig kommen, werden die Attribute niedriger. Und man versucht halt, den Dungeon zu erkunden und dabei immer noch gleichzeitig alle Werte oben zu halten. Spielt man hier einzelne Dungeons? Ist es eine zusammenhängende Geschichte? Wie ist das? Das ist im Grunde eine Hauptgeschichte, eine zusammenhängende Hauptgeschichte. Und man hat jetzt verschiedene Interessenspunkte, zu denen man immer gehen kann. Verschiedene Dinge tun kann. Wie weit seid ihr so im Entwicklungsprozess? In welcher Phase befindet ihr euch gerade? Wir haben einen guten Vertical Slice, einen guten Anfang und das war eigentlich unser Abschlussprojekt für unser Studium. Ach cool, ja. Deswegen generell mal schauen, wie man das dann weiterentwickelt. Und jetzt wollt ihr einfach überhaupt erstmal gucken, so ist Anklang da und. Ja. Was hat es mit der Endstation auf sich, nach der das Spiel ja auch benannt ist? Genau. Die Idee ist, dass es halt eine Welt am Ende der Galaxie ist und die Endstation ist die namengebende abgestürzte Raumschiff und das Gildenhauptquartier, was sozusagen die Endstation für viele Leute ist. Okay. Das freut uns. Funktioniert die Werbung, ja? Jetzt werden sogar Leute schnell. Und Propaganda, ja. Ja, okay. Und du willst es jetzt auch mal spielen? Ich will es gleich ausspielen. Ich will vorher aber wissen, was ist so. Also erstmal, wie ist dein Name? Hi, ich bin Adam. Hallo, ich bin Gaga. Gaga, hi. Genau, wie lange gibt es das Spiel schon in der Entwicklung? Wo seid ihr gerade? Wir sind
jetzt gerade im Early Access seit November, glaube ich. Und davor haben wir jetzt, glaube ich, 3 Jahre zu dritt dran entwickelt. Ja. Hauptsächlich nebenberuflich. Also wir haben das nicht nach Vollzeit gemacht, sondern Vollzeitjob nebenbei gemacht. Und jetzt kommt die heiße Phase. So. Wir sind sehr geehrt, dass wir für den Deutschen Computerspielepreis in 2 Kategorien nominiert sind und hoffen natürlich, dass wenn man jetzt den Preis sogar bekommt, toi toi toi, deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Polishing-Phase, gehen nochmal drüber, Rechtschreibfehler ausmerzen und sowas, deswegen das passiert jetzt die nächsten 2 Monate und dann kommen wir hoffentlich Mai, Juni, Juli irgendwie so die Ecke raus. Nee, Mai ist schon nächsten Monat, Juni, Juli, August, so okay. In der Richtung. Genau. Wie, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, was ist euer Spiel? Das, Loose Control ist unser Titel und der fasst es auch im Prinzip schon zusammen über verschiedene Modi und über die Story hinweg. Wir haben alle gelernt, mit WASD steuert man das Auto und seine Figur. Wir hinterfragen das so ein bisschen, im Laufe der Story verteilt sich das über die ganze Tastatur. Okay. Man muss die Steuerung neu lernen. Wir verfolgen in unserer Kampagne Billy. Billy ist im ewigen Grind aus auf den Arbeiten einschlafen und verliert in unserem Spiel die Kontrolle und die Spielerinnen und Spieler mit Billy zusammen. Echte Frustration. Und genau, so entwickelt sich das. Coole Idee. Ja, wie kamt ihr drauf? Unser Chef und Gründer hatte einen Prototypen gebaut und dann haben wir den Prototypen eingereicht für die Förderung des Landes Berlin-Brandenburg und haben die Förderung auch bekommen und plötzlich war ein Projekt geboren und genau. Ja! Aber du hast mich natürlich fürs Video gewinnen lassen. Das selbstverständlich, selbstverständlich. Ich hätte viel besser spielen können, sicher. Ist das lustig? Hat mich jetzt schon mega gepackt, auf jeden Fall. Das freut mich sehr zu hören. Und genau, wir haben es eingebunden in eine Geschichte aus über Themen werden angesprochen, wie Grind Culture, so über Kapitalismus. Du hast natürlich einen Chef, der dich gaslightet. Du musst immer performen und immer dran glauben. Und da versuchen wir eine hoffentlich humoristische, hoffentlich sehen das alle so, Geschichte zu erzählen. Sprechen aber auch Themen an, Depressionen, Burnout und sowas. Also es ist auch nicht alles nur Spaß. Ja. Es ist auch, genau. Geil, ey, viel Erfolg. Vielen Dank. Adam, ne? Richtig. Hat mich gefreut. Ich auch sehr gefreut. Hi, ich habe jetzt hier Juna vom R42-Team in Leipzig. Ich bin unter anderem auch Coachin von Step Height Studio, ein junges Studententeam aus Weimar. Das Ganze hat als kleines Projekt angefangen, nennt sich Kicking Grass, das Spiel. Und jetzt können die Jungs es fulltime entwickeln, wenn sie von der Thüringer Aufbaubank gefördert werden. Es ist ein musikbasiertes Roguelike Bullet Hell, was die Musik als zentrales Element im Spiel darstellt. Und ja, Roguelike-typisch müsst ihr euch halt durch die Gegnerwellen kämpfen und könnt zwischendurch Items nutzen, die euch dann im Spielverlauf helfen. Wie weit ist das Spiel in der Entwicklung? Es ist aktuell noch im Prototypen-Status. Also folgt gerne den Jungs auf ihrem Discord-Server und gebt all das Feedback rein, was ihr habt, nachdem ihr es gespielt habt, weil sie das immer sehr nah an der Community entwickeln. Ja, und die Jungs sind jetzt heute nicht da, hast du gesagt? Die sind auf ihrem Bauhaus Game Jam und toben sich dort mit allerlei neuen Ideen aus. Genau, und deshalb vertrete ich sie heute hier vor Ort. Sehr cool. Kick and Press. Probiert's aus. Neben mir steht jetzt Maxi von Byte Rockers Games. Hi. Du willst uns was über Beat Slayer erzählen. Genau. Was gerade rausgekommen ist. Ja, das ist am Donnerstag rausgekommen und wir freuen uns sehr, dass so viele Leute schon Feedback dazu geschrieben haben. Beat Slayer ist ein Hack-and-Slash-Rhythmus-Spiel in der wundervollen Stadt Berlin, aus der wir auch kommen. Du haust Roboterhorden zum Beat, zum Rhythmus die ganze Zeit kaputt und versuchst diese Stadt von dem Bösen, ich nenne ihn immer den schlechten Producer Dietrich, zu befreien, der die ganzen Leute mit seinen Radiowellen manipuliert. Und wir spielen als Mia, unsere Hauptcharakterin, die ihren eigenen Soundtrack auf den Ohren hat und in die Stadt rausgeht, um Dietrich einfach eins reinzuhauen. Wie lange war das Spiel in Entwicklung? Ungefähr, also wir haben vor 3 Jahren die erste Idee gehabt, mit dem Prototype waren wir dann auf der Gamescom, dann kurz mal ein bisschen überlegt, also aktive Zeit würde ich sagen so 2 Jahre. Okay, und wenn das Spiel jetzt schon draußen ist, habt ihr schon erstes Feedback jetzt von der fertigen Version dazu? Ja, also insgesamt alles, was wir auf Steam lesen, von unserer Community mitkriegen, ist super positiv. Presse insgesamt sehr gut. Auf der anderen Seite, manche Leute haben natürlich mit ihren Rhythmusaspekten ein paar Problematiken. Das muss man in Kauf nehmen, wenn man ein Rhythmusspiel macht. Aber also wir sehen das sehr positiv. Wir hoffen mal, dass da noch ein bisschen mehr Andrang kommt auf das Spiel.
Aber warten wir mal ab, was die Zeit noch so bringt. Cool. Ey, vielen Dank und viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Laufen wir? Achso, sorry. Alles gut, alles gut. Also ich bin Student hier an der Hochschule in Mailand. Ja, wir vertreten uns hier quasi unsere Hochschule. Wir haben eine Studiengang mit der Thematik Interactive Entertainment. Das, was du hier siehst, ist quasi das Spiel, was die Studenten bei uns im vierten, fünften Semester entwickelt haben. Mhm. Genau, und das ist quasi so mehr oder weniger das Abschlussprojekt. Das heißt, da kommt wirklich der gesamte Studiengang, 60, 70 Leute zusammen. Okay, ja. Und basteln dann halt zum allerersten Mal so ein riesiges Spiel zusammen. Und ja, da gibt es dann halt die einzelnen Departments, wo man das halt auch in der richtigen Spielefirma hat. Und ja, die müssen sich dann irgendwie organisiert bekommen. Ihr habt, also du bist von der Hochschule selber, das heißt, genau, du bist nicht mehr Teilnehmer, sondern du... Ja, ich bin selber halt Student. Also, ach, du bist auch Student? Ich bin da auch einmal durchgelaufen, das ist nicht mein Jahrgang. Ja, verstehe. Ich bin jetzt quasi mit dem Bachelor schon durch, ich bin jetzt im Master und quasi auch im Spiel, das ist ja dann halt... Machen wir gleich noch. Ja, gleich. Ecolite heißt das Spiel. Wie ist dann an der Hochschule der Ansatz? Geht es einfach darum, das mal gemacht zu haben? Soll das weiterverfolgt werden? Gibt es Strukturen zumindest, wenn das jemand weiterverfolgen möchte? Wie ist das? Der Ansatz davon ist quasi, dass man wirklich in so einem großen Team erstmal gearbeitet hat, weil das Arbeiten in so einem großen Team ist grundsätzlich komplett anders, als wenn man in so einem kleinen Team mit 5 Leuten oder sowas entwickelt. Oder sogar allein. Ja, weil in einem kleinen Team, man kann zu den Leuten hingehen, man hat einen Ansprechpartner für alles. Und in so einem großen Team hat man auch immer ganz viele Probleme. Irgendwie Kommunikation ist immer ein Riesenproblem, man hat irgendwelche Informationen, die jemand anderes hat, das muss abgesprochen werden. Dass man einmal irgendwie durch so ein Projekt durchgelaufen ist, einmal in alle möglichen Probleme reingelaufen ist, das ist quasi das Ziel des Studiums. Nachverfolgen, dass das quasi weiterentwickelt wird, ist teilweise a thing, manchmal weniger, manchmal mehr, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber eigentlich ist es quasi ein großes Event am Ende und dann ist es fertig und eine Nachverfolgung ist quasi freiwillig. Und jetzt konkret der Titel Ecolite, ist das einer, der jetzt mal als Beispiel da ist oder gibt es da Ambitionen, das weiterzuverfolgen? Ich weiß von dem Jahrgang, dass die auf jeden Fall ein paar Leute hatten, die sich zurechtgefunden haben. Also die haben es auch nach dem Release quasi noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich kann aber jetzt nicht genau dafür sprechen, inwiefern das da jetzt gemacht wird. Genau, wir sind jetzt hier rübergewandert und zwar hat hier jetzt Jesko sein eigenes Spiel mit. Genau, das ist quasi auch ein Spiel, was bei uns im Studium entstanden ist. Allerdings halt nicht im Bachelor, sondern im Master hinten dran, im ersten Semester. Und das Coole ist halt, wir konnten dann so ein bisschen die ganze Erfahrung, die wir halt bei dem riesigen Spieleprojekt gesammelt haben, dann halt hier mit reinnehmen. Und ja, keine Ahnung, das hat uns halt super viel Spaß gemacht. Du hattest ja vor uns hinten schon angesprochen, so wird das weitergeführt. Das haben wir halt bei dem Projekt dann gemacht. Das fand ich halt super cool und haben uns dann dafür entschieden, das halt weiterzuentwickeln. Bumsen Village, ja? Ja. Erzähl kurz was zum Spiel. Also, es ist ein 1 gegen 1 Fighting Spiel, wo man halt in so einer kleinen Arena sich gegenseitig vermöbelt. Die Hauptmechanik ist, dass man halt, man hat einen normalen Angriffsknopf und man hat einen Fernkampfangriffsknopf und das recycelt quasi so ein bisschen immer durch. Das heißt, man hat keine Kontrolle, welcher Angriff als nächstes kommt, sondern muss sich halt danach richten, dass als nächstes einem quasi hingeworfen wird. Ja, wir wollten aber so ein bisschen das Spiel halt anschaulich für Leute, die noch nicht so viel Fighting Game Vorerfahrung haben. Also es soll recht easy to pick up sein, so ein bisschen Party Brawler. Ja. Ich weiß nicht, du kannst, mein Kollege Max, hallo, unser Max. Artist, wenn du möchtest, kannst du dich gerne mal eine Runde in den Ring werfen. Wie ist der Stand bei dem Spiel? Wie weit seid ihr? Welche Pläne gibt es jetzt für die nahe Zukunft? Na, aktuell, das ist jetzt quasi wirklich erstmal unser erster Semesterauftritt. Wir sind halt coolerweise bei uns in die Schule reingekommen. Ja. Wir sind halt wirklich gerade so ein bisschen an der Kante, so am Ende des Masterstudiums, auf dem Sprung quasi in die Industrie. Und wir schauen da aktuell so ein bisschen um, dass wir das irgendwie ein bisschen Leute reinbringen, ein bisschen Richtung Veröffentlichung bringen. Aber ja, wir wollen auf jeden Fall halt im besten Fall die Firma dann gucken. Raus damit auf Steam. Kleiner Traum wäre natürlich auch noch raus damit auf Switch. Also wir glauben halt auf der Switch, einfach von der Optik vom Look and Feel her macht es sich ganz gut. Aber das ist immer eine extra Hürde von Programmierung wahrscheinlich. Ja. Und der Name steht aber, das heißt, wenn man irgendwann mal Bumsen Village liest, dann weiß man, ihr habt es. Cool. Der Name ist eigentlich auch richtig witzig. Also wir haben irgendwie 50 Leute, die hier vorbeilaufen, einfach nur den Namen sehen und irgendwie schmunzeln müssen. Das war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen. Also wir haben den am Anfang so gewählt und er hat sich seitdem nicht verändert. Erzähl mir mal, wir reden jetzt schon viel über das Spiel, aber noch nicht über das Spiel. Wie heißt das Spiel und worum geht's? Das Spiel heißt Mut. Und darum geht es auch. Es geht um Emotionen. Und zwar um emotionsgetriebene Roboter. Weil die Welt wird von den Menschen verlassen und
die Roboter sind mit einem Virus infiziert und die tapferen Recken, die man selber spielt, haben einfach quasi Gefühle in sich. Der eine hat Wut, der andere ist ein Stolzer, der nächste ist mehr so, ist es wirklich, der ist ein bisschen trauriger und der letzte ist die Liebe. Und auf genau diesen Emotionen basiert auch quasi die Waffe, die sie benutzen. Und auf diesen Emotionen basiert vor allem auch die Fähigkeit, die sie haben. Der Liebende, der hat einen Charme, dass er die Gegner quasi ein bisschen für sich angreifen lassen kann. Der Wütende wird einfach zum Berserker und so weiter. Die sind dann auch dementsprechend immer alle mit einer eigenen Farbe. Und man schießt halt quasi sich von Welle zu Welle, weil es ein Roguelike ist. Man hat immer Räume und da stehen dann verschieden viele Roboter. Manchmal gibt es eine Welle Roboter, manchmal zwei. Und der Ziel vom Spiel ist letztendlich, so viele Upgrades wie möglich zu bekommen, damit man die Bosse besiegen kann. Spielt man das mit mehreren Leuten allein oder kann man es sich aussuchen? Man kann es sich aussuchen. Man kann es sich aussuchen, entweder alleine, Maustastatur, Controller, wie man will. Man kann sich mit mehreren aussuchen, will einer mit der Maustastatur spielen, wollen alle mit dem Controller spielen, dass es fair bleibt. Mhm. Und wenn es dann mal da ist, kann man sogar online spielen, also jeder mit Maus und Tastatur übers Headset und man koordiniert sich so ein bisschen. Wenn es dann mal da ist, das ist schon ein Stichwort, wie ist denn der Plan? Wie ist die, in welcher Phase ist das Spiel gerade? Also es ist mittlerweile 3 Jahre in der Entwicklung gewesen und seit, ich glaube, März ist der Prolog draußen. Mhm. Der Prolog bedeutet, man hat von den ersten beiden Welten die ersten beiden Stages zu spielen, um sich einfach schon mal reinzufinden. Und okay, im zweiten Quartal soll der Early Access komplett released werden. Das bedeutet, es gibt 2 komplette Stages. Es wird wahrscheinlich noch eine Klasse mehr geben. Und man hat auch, im Gegensatz zum Prolog, hat man seine Basis, wo man dann sich auch andere Upgrades noch freischalten kann, die man im Spiel selbst so nicht findet oder halt quasi fürs Spiel selbst permanente Upgrades sind. Cool. Phil, vielen Dank. Bitte, bitte. Moods heißt das Spiel. Und verfolgt das. Ob es nächstes Jahr wieder einen Indie-Ground gibt, ob der genauso groß, vielleicht sogar größer ist, denn das Interesse war da und es kam gut an, das werden wir sehen. Ich hoffe sehr darauf. Freue mich auf jeden Fall schon auf die Cactus 2025 vom 11. bis 13. April, wieder in Leipzig natürlich. Und hoffe, dass ihr auch dabei seid und wir uns da vielleicht sogar sehen.